Und herzlich willkommen zu einem neuen Reiseabenteuer auf meinem Kanal. Wir sind jetzt von der Ozomschlucht nach Kirokaska, also auf dem Weg. Die Strecke dauert 5 Stunden ungefähr, weil die eine Strecke keine ausgebaute Straße hat. Deswegen haben wir die genommen, die war länger, als dass wir stecken bleiben. Und wir machen jetzt noch einen Stopp in einem Nationalpark. Und hier fließt der letzte Wildwasserfluss Europas. Und der Fluss heißt Fiosa. Ich blende euch die Namen aber wieder alle ein, weil wir das alles wieder hundertprozentig falsch aussprechen. Und wir haben hier das Auto gerade am Straßenrand abgestellt und jetzt geht es zu Fuß weiter. So, hier sieht man den Fluss schon. Hier wollte uns Navi runterschicken, aber wir haben uns dann doch für die Füße entschieden. Also mit den Straßen und Google Maps müsst ihr sowieso aufpassen. Das Google Maps führt euch halt in Orte oder Wege, wo du mit einem normalen Auto nicht weiterkommst, und die Einheimischen sogar sagen, dass man da nur mit dem SUV fahren kann. Der Fluss wurde seit kurzem auch zum Nationalpark ernannt, aber davon sieht man hier noch nicht viel. Es liegt leider relativ viel Müll rum, aber wir haben auch gesehen, dass die hier generell nicht so viel Wert drauf legen, weil jemand, der über die Straße gelaufen ist, hat auch einfach seinen Müll hier in die Natur geworfen. Also hier haben wir gerade unser erstes Problem, und zwar ist hier so ein kleiner Nebenfluss, durch den wir müssen, um an den Hauptfluss zu kommen. Aber da sind auch Autospuren, also irgendwie muss man da rüberkommen eigentlich. Und wir gucken mal, ob wir jetzt einen Weg finden. Wir suchen aktuell noch immer einen Weg über den Nebenfluss. Und da hinten zieht sich gerade ein Gewitter auf. Wir haben auch schon ein paar Mal donnern hören. Und da hinten könnte es sogar schon regnen. Aber ein kleines Stück gehen wir mal noch weiter, ob wir was finden. Ich habe jetzt mal mit der Drohne geschaut, einen Übergang finden wir hier nicht. Es fängt auch gerade richtig an zu gewittern. Also wir machen uns zurück auf den Weg zum Auto. Nicht, dass wir jetzt noch in Starkregen kommen. Jetzt sind wir trotzdem ein bisschen nass geworden. Wir sind jetzt eben noch zurückgerannt zum Auto, aber es hat nicht mehr ganz gereicht. Wie auf den Drohnenaufnahmen zu sehen war, gab es da wohl auch mal eine Brücke, wo die ist irgendwie eingebrochen oder wieder abgerissen worden. Ja, und wir gehen jetzt zu unserer nächsten Unterkunft, fahren jetzt nochmal 2 Stunden. Wir haben auch gelesen, dass man auf dem Fluss auch Rafting machen kann, so wie wir das gestern in der Ozomschlucht gemacht haben. Aber in diesen Ort, wo die das anbieten, fahren wir nicht hin. Und das hier sind solche Straßen, wo Google Maps einen lang schicken will. Da sind wirklich nur Steine und überhaupt nichts gemacht. Und irgendwann bleibt man dann vielleicht hängen, deswegen nehmen wir jetzt auch wieder den längeren Weg. So, also nach insgesamt 6 Stunden sind wir jetzt in unserem neuen Ort angekommen. Wir sind jetzt auch eben schon hochgefahren zur Altstadt. Das sind ungefähr 10 Minuten mit dem Auto gewesen, aber es war richtig abenteuerlich, ging richtig steil hoch. Aber jetzt sind wir hier, glaube ich, so ziemlich am höchsten Punkt von der Stadt. Und wir schauen uns jetzt gleich noch die Burg an, die Kaya heißt die, glaube ich. Muss ich aber gleich nochmal nachschauen, wie sie genau heißt. Und dann geht es noch zu einer Brücke und dann in die Altstadt, anschauen und noch Abendessen. Ich zeige euch jetzt mal noch die Aussicht von hier oben. Also hier erkennt man vielleicht mal, wie steil das ist. Das sind wir eben im Auto hochgefahren.
Und es war sogar teilweise noch steiler. Da ist auch schon das Objekt der Begierde. Von hier oben hat man aber eine super Sicht auf die Stadt. Also die Burg heißt wirklich Kalaja. Okay, also Kalaja heißt Burg auf Albanisch. Also hier merkt man auf jeden Fall wieder, dass wir in einem touristischeren Gebiet sind. Weil jetzt hängt hier gleich wieder ein Schild, dass man mit der Drohne nicht fliegen darf. Der Eintritt hier hat 4 Euro pro Person gekostet. Und im Internet liest man, dass man vor einem Jahr noch 2 Euro bezahlt hat. Also man merkt auf jeden Fall, dass nach Albanien der Tourismus kommt. Also hier im Keller sind noch die traditionellen Öfen, wo früher das Brot drin gebacken wurde. Hier in der Burg gibt es auch ein Burggefängnis, in das wir gerade reingehen. Sieht relativ dunkel aus. Ich weiß nicht, ob wir gleich was auf der Kamera erkennen werden. Also wie erwartet hat man da nicht viel gesehen. Es waren aber auch einfach nur 2 große Räume. Entweder waren da mehrere drin gefangen gehalten oder da waren noch Zellen drin, die man nicht mehr sieht. Hier in der Burg leben auch Fledermäuse, 14 verschiedene Arten. Auf dem Gelände von der Burg befindet sich sogar noch eine erhaltene Kirche. Und da oben erkennt man dann theoretisch die Glocke vom Glockenturm. Auf dem Video wird man das aber wahrscheinlich nicht erkennen. Wir sind mit der Burg jetzt durch. Jetzt geht es noch weiter zu dieser Brücke. Und dann geht es noch in die Altstadt. Also der Weg zum Viadukt ist auf jeden Fall anstrengender als gedacht. Geht wieder relativ steil hoch und es regnet halt auch noch. Hoffentlich wird der Rückweg nicht ganz so rutschig. Also unser Weg endet jetzt an der Baustelle. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt noch hinkommen. Ich denke, ich versuche mal mit der Drohne hinzufliegen, ob ich da ein paar Aufnahmen kriege. Ich versuche mein Bestes. Okay, Drohne im Auto. Vielleicht schaffen wir es auch vom Parkplatz aus hochzufliegen. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter. Das könnte jetzt eine rutschige Angelegenheit werden. Ich weiß halt echt nicht, ob das auf dem Video so rüberkommt, wie steil das hier ist. Wir lassen mal die Michelle vorlaufen. Vielleicht erkennt man es dann besser. Also das mit der Drohne zum Viadukt fliegen hat jetzt nicht funktioniert. Ich habe noch ein paar Aufnahmen von der Stadt und von der Burg gemacht. Und jetzt gehen wir erstmal zum Abendessen und dann eventuell noch durch die Altstadt laufen, wenn es nicht wieder regnet. Das war jetzt die Moschee und die Umgebung der Moschee. Von hier oben hat man auch nochmal eine gute Aussicht auf die Stadt.
Jetzt vor allem gerade beim Sonnenuntergang sieht es richtig cool aus. Wir gehen jetzt noch durch die Altstadt und suchen unser Restaurant und dann war es das auch für heute gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Like und Kommentar würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Video.